Hallo erstmal, ich mache heute mit euch live an der Cam voll originell und cool meine Fingernägel neu. Und ich habe hier heute im Programm drei Essence. Warte mal, gucken, ob wir mehr Licht kriegen. Drei Essence Lacke. Ich benutze einmal für die. Wie hat es gerade quietsch gemacht? Egal. Ich benutze einmal für die. Hier vorne, das Weiße, also das, wo da jetzt gerade noch so ein dunkler Fleck ist, von der Geschichte, die ich da vorher drauf hatte. Dann will ich den Base Sealer nehmen und oben drüber noch den Top Sealer von der Essence Studio Nails. Better Than Gel Nails, bla Reihe. Die kennt ihr bestimmt alle. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass man das hier vielleicht sehen kann. Ja, so ein bisschen kann man das sehen. Ich brauche irgendwie mehr Licht. Oh, jetzt geht's ja zu hell. Jetzt wird es richtig hell. So. Und ja, wie gesagt, hier so haben wir hier dieses Zeug. Wenn wir das aufkriegen. Will ich das hier? Das geht so nicht. Ich bin Rechtshänderin. Das ist irgendwie suboptimal. Wartet mal. So vielleicht. Also, ich gebe das jetzt so auf die Spitze, wie auch meine Sichel, mein Mund, mein Dingsebumse da immer auch ist. Ich merke gerade, wenn man Rechtshänder ist, dann wird das alles irgendwie komisch im Winkel. Schön, dass meine Hand da immer vor ist, ne? Das ist super. Egal. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, ne? Also, hier so. Sieht man da irgendwas von? Ja. Das Gute ist, dass sich hierbei ja so um einen Ton handelt, Rosé, Nude-Ton. Das heißt, wenn man da übermalt, ist das nicht so dramatisch. Nun das Ganze an der anderen Hand. Könnte vielleicht sogar, upala, könnte vielleicht sogar für euch zu sehen sein, was ich hier so mache. Der hier ist richtig schön kaputt gegangen. Der war auch eingerissen. Da habe ich den Fingernagel mit diesem Sekundenkleber repariert, der damit bei ist, bei dem Set. Oder in diesem Programm, in diesem Better Than Gel Nails Programm, ist ja so ein Sekundenkleber mit drin. Wer schon Sekundenkleber zu Hause hat, kann sich das sparen, den zu kaufen. Es ist nur Sekundenkleber. Egal, was sie da draufschreiben. Mit dem kann man super eingerissene Fingernägel reparieren. Wenn man da nicht weiter dran rumspielt, natürlich. Da ich immer schön rumpiddel und rumspiele, hält das dann trotzdem nicht so lange. Aber länger, als wenn man es gar nicht repariert. So, und noch der Daumen. Ist ja schön, dass ich kontrolliert immer das sehen konnte. Egal. So, hier, Daumen. Auch mit Schwarzresten, aber wie gesagt, die übermale ich jetzt einfach ganz kunstvoll. Und dann sieht man das gleich nicht mehr. Jetzt nehme ich mir den Base Sealer aus der falsche Seite. Better Than Gel Nails Base Sealer von Essence. Und den bringe ich jetzt auf den Rest des Nagels auf.
Also von dorten bis zum angemalten Teil. Ich will nicht so dolle über den schon angemalten Teil drüber malen, weil mir das sonst zu ungleichmäßig wird. Ich hätte ja gerne am Ende, dass das eine ebene Fläche wird. Deswegen malern wir den nur bis zur Kante mit dem Weißen. Ich muss echt, also das ist gar nichts hier. Nur vom Start des Nagels bis zu der Stelle, wo ich schon die weiße Farbe aufgebracht habe. Da sind wir wieder. Als letztes nehmen wir noch den Base Sealer. Da ist das die Mitte. Den Top Sealer. Den Top Sealer. Den Top Sealer von Essence aus der Better Than Gel Nails Reihe Studio Nails Bla. Und schmieren einfach eine komplette Schicht auf den gesamten Nagel ganz normal drauf. Wie halt so ein Klarlack immer aufgetragen wird am Ende. Ne? Das wird hoffentlich dafür sorgen, dass dieser Nagellack jetzt gleich schnell schön durchtrocknet. Und andererseits, dass eben die Oberfläche versiegelt wird. Wenn ich jetzt noch einen Übergang habe zwischen dem Klarlack und dem anderen, dann klingelt das Telefon. Klar, Moment. So sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Das muss nochmal gewaschen werden, die Hände, aber das ist ja noch nicht ganz durchgetrocknet. Und so, aber eine French. Die kann so ein bisschen mit rauswachsen, weil ich so ein bisschen über den Rand gemalt habe. Und das hält jetzt hoffentlich mehr als 2 Tage. Sonst rege ich mich ein bisschen auf. Aber dann schreibe ich einen bösen Brief an Essence. Ihr Schweine. Nein, ansonsten war's das. Von mir an dieser Stelle. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.